Und wie viel Hunger haben wir und wie viel Durst? Ja, geht. Dann werden wir erstmal was futtern. Und trinken und dann geht das hier weiter. So, wir sind jetzt am Kühlschrank. Oje, oje. Das hält auch nicht mehr lang. Aber gut. Let's live. Okay. So, huch, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch 3 Bretter und boah, 10 Loks, ey, das ist echt so krass, ne? Aber gut. Achso, ich wollte mir das ja nochmal angucken mit der. Sägemaschine, also das war ja irgendwie, das kann man ja glaube ich noch nicht bauen oder irgendwie so, oder? War doch irgendwie so. Wir haben doch hier irgendwo so ein Zeug gehabt. Also das haben wir zwar, aber das Blade Case haben wir irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das sowas gibt. Keine Ahnung. Achso, Blocks mitnehmen. Ich bild mir ein, wir waren jetzt eigentlich schon überall. Ist mir nicht untergekommen. Ich meine gehört zu haben, gelesen zu haben, das ist noch nicht da. So, 5 Loks noch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist die zweite Wand fertig. Naja, egal. Ich habe ein zu viel, warum auch immer. Also ein Baumstamm zu viel. Ich habe ein zu viel. So. Hallo Bier. Bleib schön da. Genau. Vielleicht doch zu scharf um die Ecke gebaut, oder? Ich hätte es doch ein bisschen mehr aufmachen müssen. Ach, ich bin aber auch mal so ein Unzufriedener. Warte mal, ich muss aber kurz gucken. Nein, ach, shit. Ach, nichts passiert, ein Glück. Jawohl. Ach, egal, komm. Passt schon. Mach dich nicht verrückt. So. Dann gehen wir wieder nach oben. Und wir können ja trotzdem wieder ein bisschen da in die Richtung gehen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Das mache ich ja immer so ungern. Cheaten. Aber ja, klar. Muss ich mal überlegen. So. So vielleicht. Und vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die Richtung. Nee, andersrum. So. Ja. Das Blöde ist, dass man nicht gleich das nächste bauen kann, weil das meistens nicht so aussieht, wie die Blaupause aussieht. Das ist manchmal ein bisschen tricky hier. Aber gut. So. Wir brauchen bald wieder Nägel, ja? Ja, jetzt schon. Ja. Nicht bald. Okay, Nägel, das und das, ui. Naja, gut. Reicht erstmal. So, ich mach mal hier die Tür zu, weil ich nicht weiß, ob es inzwischen da nebelt. Und dann, nein, nicht Schrauben, Nägel. 2 Stunden, na gut. Okay. Dann brauchen wir ja sowieso noch. Der Bär ist da hinten, sehe ich gerade.
Okay, dann geht er uns ja hier nicht auf den Keks. Gut. Dann fliegen wir mal wieder. Ja, mal schauen, ob jetzt die Baumstämme, die ich da noch jetzt habe. Oh, sind ja schon wieder fast alle weg. Wa? Da hinten liegt noch was rum. Eine Menge Holz, was wir hier benötigen. Aber naja. So, da haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf mit. Und dann müsste. Ach nee, Baumstämme brauchen wir noch. Das soll irgendwie fertig sein. Okay, fünf Baumstämme noch. Eins. Ich sollte mir abgewöhnen, mal Lot mitzuziehen. Das ist irgendwann voll nervig, glaube ich. Jetzt regnet es aber auch. Was? Jetzt fehlt wieder einer. Manchmal begreife ich es nicht. Mal einer zu viel, mal einer zu wenig. Nehmen wir den Einsamen da hinten, den wollte ich sowieso loswerden. Uiuiui, es leckt gerade etwas. Warte mal, ich speichere mal lieber. Okay, klettern wir mal hoch und gucken mal. Ja, dann können wir da wieder so ein bisschen. Ich glaube, ich nähere mich eher von hier an. Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Ich nähere mich eher von hier an, bevor ich da weiter baue. Dann habe ich ein bisschen. Weiß, sehe ich es besser. Ey, ist auch schon wieder 15 Uhr hier im Spiel. Wahnsinn. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis wir hier einmal rum sind. Aber vielleicht schaffen wir es ja wenigstens heute hier so einen Schluss zu kriegen. Das wäre schon mal cool. So. Dann würde ich die nächste Blaupause aber auch wieder von oben ansetzen. Ich glaube, so 5-6 Wände müssen wir schon noch stellen. Ah, ich glaube mehr. Ja, viel mehr. So. Da haben wir. Nö, mit Leiter brauchen wir jetzt nicht. Relativ gerade dazu bauen. Kann ich runter. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil es hier gerade so regnet. Ich sehe gerade nicht so gut. Ja. Könnte das passen? Ja. Glaube schon. So, bauen wir wenigstens so ein bisschen, denn. Ja, zu dick dafür. So. Dann müsste das ja passen. Warte mal, ich speichere nochmal. So, 10 Baumstämme. Ja, könnten wir ja fast noch schaffen, bevor es dunkel wird. Obwohl, ich habe gar nicht mehr so viele Baumstämme hier, aber. Blöd. Nee. Ach, gut. Ein einzelner. Ach, da hinten liegen noch welche. Warte. Da haben wir ja noch was. Zwei. Oh, ich wollte ja nicht mal laut mitzählen. Oh, Metal Scrap. Noch irgendwo? Ne. So. Dann. Noch fünf. Dann haben wir die Wand auch fertig, ne? Dann ist es ja doch. Drei Wände am Tag, ja, was das, habe ich jetzt, wisst ihr, wenn ich nicht laut mitzähle, dann weiß ich nicht mehr, wie viel ich schon habe, egal. So, das passt jetzt, hoffe ich. Ein zu viel. So kann man 6 Baumstämme mitnehmen, also irgendwie raff ich es nicht. Also er brauchte 5, ich habe 5 mitgenommen und, oder habe ich vielleicht 6 mitgenommen, doch. Aber ich kann doch gar nicht so viel tragen, oder? Oh nein, was ist denn hier passiert? Oh, da ist eine kleine Stufe drin. Das ist nicht gut.
Warum ist hier eine Stufe drin? Tja. Oh nein, ist auch nicht richtig zu. Oh nein, das habe ich, das Ding habe ich verkackt. Ne, das will ich nicht. Achso, hab ich meinen. Ah, den habe ich nicht hier. Egal. Das, nein, das gefällt mir nicht. Da bin ich zu monkisch für. Wahrscheinlich gleich wieder unsere Axt reparieren, weil ich zuvor wieder war, den Vorschlaghammer zu holen. So, Nägel. Oh, jetzt muss ich erstmal speichern, bevor ich hier wieder irgendwo durchglitsche. So, Nägel, Bretter. Ich sammle bloß mal einen Nagel auf, kann das sein? So, Woodlocks. Oh, können wir jetzt schlecht aufheben. Ja gut, ich kann ja eh nicht jetzt eine Blaupause hier reinhauen, weil ich sehe nichts. So, nehmen wir mal das letzten Rest Wasser. Oh, Tatsache, den letzten Rest. Oh Mann, hier müssen wir erstmal Wasser holen. Warum hänge ich denn hier laufend fest überall? Okay, dann muss ich mir mal kurz Licht machen. Und dann futtern wir jetzt noch was und dann können wir was trinken. Haben wir überhaupt noch was? Ui, ui, ui. Ich sehe schon. Das könnte jetzt alles eng werden hier. Ich glaube, wir müssen unsere Bautätigkeit dann bald mal unterbrechen und wieder auf Jagd- oder Loot-Tour gehen. Weil wer arbeitet, muss auch essen und trinken vor allen Dingen. War ja nichts mehr, war. Die Kartoffeln sind mittlerweile auch tot. Was war denn eigentlich mit dem Fett? Sind wir da durchgekommen mit? Ja. Ich könnte es ja schon mal hier reinpacken, dann vergessen wir es nicht. Fällt mir gerade mal so ein. So. Dann schmeißen wir das schon mal in den Topf. So. Prima. Dann versuchen wir es mal durchzutasten hier. Turn off. Gar nichts. Wo bin ich jetzt? Hier ist dieses Fenster. Geil. Okay, warte. Jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt muss ich es tatsächlich. Also das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Gamma auf was? Eins. So. Reicht das schon? Ich weiß nicht. Muss ich noch irgendwas einstellen? Warte mal. Okay, ich guck mal. Nee, ist gar nicht heller geworden, oder? Oh, was habe ich gerade falsch eingestellt? Warte. Nee, du sollst doch gar nicht saven. Du sollst hier. Inch. Settings, Gameplay. Language, Grafik. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es. Aber so wird es doch, wenn ich runterschraube, wird es doch eher. Achso. Nee. Okay, es war auf 2,2. Wo kann ich das denn einstellen, dass es ein bisschen heller wird im Spiel? Das ging doch irgendwo, oder? Hm. Texturen. Tja. Das sehe ich gerade hier nicht. Okay. Dann lassen wir es so und dann tasten wir uns jetzt irgendwie durch. Oder ich mache jetzt einfach nochmal den. Hier gar nichts. Was?
zu voll. Oh, warte mal, mit dem Mannequin hier sehe ich irgendwie was mehr. Ich leg mich jetzt hier einfach schlafen auf dem Boden, wenn ich hier nichts sehe. Ich bin ja im Haus, was soll passieren? Ja. Global Illu auf Medium. Okay. Gut. Grafik. Ja. Auf Medium. Okay. Na, gucken wir mal. Wenn es finster ist, ist ja, klar, aber wie so ein bisschen schemenhaft wenigstens was zu sehen, wäre ja schon cool. Ja, ich glaube, das ist schon fast deutlich besser, oder? Wir können es ja später immer noch, aber solange wir jetzt hier unterwegs sind mit Bauen und so, finde ich das schon irgendwie sonst ätzend. Okay, Hunger, Durst haben wir natürlich wieder. Und dann wollen wir mal, ich überlege gerade. Boah, 8,1, boah, ich würde es ja im Real Life nicht essen, aber ich, ja. Hier im Spiel habe ich einen Eisenmagen scheinbar und eine Eisenverdauung. Okay, ja, ist gut. Lass mal jetzt los. Was machen wir mal als erstes? Als erstes müssen wir erstmal Wasser holen, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Weil, ja. Oh, ach Mist. Ich habe, glaube ich, den Schrank mit den Eimern habe ich, glaube ich, noch in der alten Bude. Wa? Hm, was Blödes. Aber es sieht irgendwie nicht cool aus mit diesem Gamma-Wert. Wa? Ich glaube, ich schraube den wieder zurück. Sorry, ich bin da komisch, aber ich finde, sieht nicht schön aus grafisch. Also mit den, ja. Ich setze ihn nochmal wieder hoch. Im Wohnwagen? Ah, das kann sein. Ja, das gefällt mir irgendwie besser. Das sieht irgendwie ein bisschen realistischer aus. Nee, das muss ein Schrank gewesen sein. Sagte er und schon steht er wieder im Dunkeln. So, ja, vielen Dank für den Tipp. Dann brauche ich nicht lange suchen. Dann nehme ich mal die ganzen Eimer hier mit. Dann machen wir jetzt mal eine. Achso, vielleicht sollte ich eine Waffe in der Hand nehmen. Wer weiß, wie wir hier begegnen. Nehme ich das Quad? Ja, ich nehme das Quad. Ich fahre mal runter. Ich muss ja nicht hier runter. Weil da gibt es ja so eine kleine Stelle, wo man runterfahren kann. So, ich glaube, hier kann man irgendwie so. Komme ich hier mit dem Quad runter? Oh. Naja, ach, da hinten ist der Weg eigentlich. Naja, gut. Wir nehmen jetzt einfach den Weg. So, dann sind wir hier am See. Und dann machen wir mal fröhliches Wasser schaufeln. Oh, ich bin schon im Wasser. So, haben wir ein bisschen gebadet noch. Alles klar. Dann machen wir hier einen Eimer rein, da einen, da einen. So, fill up. Ja. Gut. Dann packen wir den wieder zurück, damit wir den wieder. So, machen wir da einmal und da einmal. Huch. Und dann haben wir wieder Wasser. Ja, ich muss noch mal ein bisschen rumprobieren mit den ganzen Gamma-Geschichten und Ilu-Einstellung. Ich hoffe ja mal, das wird ja vielleicht irgendwie mal auch besser, oder? Ich weiß gar nicht, ist das denn da auch mal so vorgesehen? Naja. So, dann haben wir jetzt erstmal 5 Eimer Wasser, das ist schon mal cool. Dann können wir die da erstmal
verbrauchen. Oder vielmehr abkochen. Nicht verbrauchen. Und dann verbrauchen, wenn wir es abgekocht haben, ja. Gut, erstmal wieder ab nach Hause und dann müssen wir erstmal ein paar Bäume, glaube ich, umholzen. Und dann müssen wir überlegen, ob wir nochmal uns ein... Ach, ich will eigentlich gar kein BM jetzt schießen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, das wieder den ganzen Tag zu zerlegen. Na, hier brauchen wir ja auch was zu futtern. Wenn wir wenigstens Salz hätten, dann könnten wir so schön Pökelfleisch machen, denn das hält ja wenigstens eine Weile. Aber das verdirbt uns ja alles. Ein Teufelskreis, aber gut. Was soll's? Okay, dann kippen wir mal das. Ach, nicht der Blitz, was ich gerade mache. Da muss es ja rein. Wie viel passt da? Passebo 16 Liter rein, wa? Ach, hier ist noch ein Eimer drin. So, 10 Liter. Und dann nochmal, ich glaube 6 passen noch rein, oder? Okay. Doch, 6 Liter, genau. Gut, wir brauchen Feuerholz und Anzünder. Ich glaube, das war ja auch hier drin. Ne, da, wo, welcher Schrank? Ich hab schon wieder... ja, das ist zwar der Anzünder, aber wo ist denn der Schrank jetzt geblieben? Da hinten. Okay. Feuerholz hatte ich gesagt und Anzünder. Okay, wo ich noch? Streitwässer habe ich. Okay. Gut. Dann, ja, leg mal los. Jetzt haben wir noch ganz viel unreines Wasser. Das packe ich erstmal in den Schrank. Das packen wir mal da rein. Ich habe schon wieder vergessen, wo der Schrank war. Das ist unglaublich, oder? Nö, das war der hier, oder? Nein. Warum sieht denn das alles so komisch aus hier in dem Wohnwagen? Ja, ist also da. Manchmal denke ich auch, das ist hier nicht in Ordnung. Und den Schrank nicht mehr. Das ist unglaublich, oder? Hier so. Da hinten in der Ecke, okay. Gut, na gut, also ich kann jetzt ja erstmal hier drin, die brauche ich erstmal nicht. So. Kettensäge. Obwohl, da hinten sind ja noch... Achso, ich muss ja erstmal eine Blaupause machen, bevor ich überhaupt irgendwas baue. Ich wollte wenigstens das eine noch machen, bevor wir hier auf Futtersuche gehen. So. Weil ich hatte ja irgendwie so eine... eine Stufe drin, das wollte ich irgendwie nicht. So, warte mal. Ja, das ist auch nicht eine Höhe irgendwie, oder? Kann das sein? Ja. Okay, wahrscheinlich kriegen wir das nicht so ganz hin. Ja, wahrscheinlich müssen wir mit der Stufe leben, das wird nicht anders gehen, vermutlich. Hm. Nun gut, dann soll es so sein. Weil ich sehe jetzt schon, dass es höher ist als das andere. Kann man... Ah, das kann man ja auch in der Höhe verstellen. Ich bin ja doof. Kann man ja alles machen. Okay, dann... so. Dann... Ja. So wahrscheinlich. Ich dann... damit hin, ja, ich glaube. Gut. Versuchen wir es mal. Ich vergesse mal, dass man das ja auch in der Höhe verstellen kann. Ich habe hier noch Baumstämme rumzuliegen, war aber auch wahrscheinlich nicht genug. Ne, auf keinen Fall. Die werden nicht reichen. Wir brauchen ja 10 immer. Obwohl, hier liegen ja noch ein paar rum. Na, vielleicht passt das ja doch. Mal gucken. Das ist ja durch das Abbauen. Nein, erschreckt mich doch nicht immer so. Wo bist du denn? Ach da, du kommst ja eh nicht durch. Oh, ich kriege mal hier eine, also, bin so froh, wenn diese Wand hier fertig ist. Aber gut, wir brauchen eh was zu essen, ne? Warum greift der mich denn an? Du sollst wegrennen.
Was ist nun los? Okay. Ich glaube, wir haben ein Problem hier gerade. Ah, jetzt. Aha. Er lässt mich irgendwie nicht aufstehen gerade. Es ist ein wildes Tier. Ja, das habe ich gemerkt. Oh Gott, was war denn jetzt los? Ah, Spiel, was machst du mit mir? Okay. Ich will ihn nicht batschern, ich will ihn mitnehmen. Ah, jetzt, okay. So, dann bringe ich dich schon mal in die Küche. Okay, dann wollen wir eigentlich gar nicht losfahren und was zu essen zu besorgen. Ich müsste mal so ein Pulsmesser hier irgendwie anbringen. Das ist Wahnsinn, was ich mich immer erschrecke. Weil der kommt ja auch immer dann, wenn man irgendwie gar nicht mehr dran denkt, weil er die ganze Zeit da hinten rumtrollt irgendwie. Mann, Mann, Mann. Ist das eigentlich neu, dass... Oh nein, jetzt nebelt's auch noch. Hör doch auf. Ich will hier fertig werden. Oh, ich habe keine Munition. Ah, nee. Oder? Schaffe ich es noch? Oh, hier ist nichts drin. Okay. Okay, dann gehen wir erstmal ins Haus. Dann machen wir jetzt eben schon mal ein Stück vom Bären. Dann haben wir schon mal was. Dann ist nicht langweilig. Habe irgendwie das Gefühl, das Spiel bestimmt gerade, was wir hier machen sollen. Bin ich noch Feuerholz drin? Reicht. So. Dann butchern wir mal ein bisschen Fleisch raus schon mal. 8 Stück. Kleinerer Bär, der andere hat davon 10 mitgebracht. Na ja gut, bis dahin ist der Nebel auf jeden Fall vorbei. So, gar nicht bemerkt, den Nebel. Okay, wir müssen uns jetzt aber weggrillen, weil sonst verdirbt uns das alles hier. So. So. Und dann machen wir mal an. Der Zwischenzeit essen wir noch ein verdorbenes Stück. Dann ist in der Zeit das Fleisch fertig. Das haben wir hier gelernt. Gut, dann 4 neue. So, Hunger haben wir nicht, sonst hätte ich gesagt, hauen wir uns mal den Rest rein, aber naja, lassen wir mal. Eigentlich könnte man, obwohl Fett brauchen wir ja eigentlich auch immer, aber na, schon allein für unseren Kompressor. Ja gut, was hätte ich sonst hätte ich gesagt, dann lassen wir eben einfach den Rest hier irgendwie vergammeln, dann ist der Bär von alleine weg, wenn wir uns nur das Fleisch rausholen. Aber wir brauchen unbedingt wieder Schrotmunition, ne? Wir haben irgendwie nichts mehr. Müssen wir uns mal bauen. Naja, das kommt als nächstes. Boah, ist immer noch roh. Aber ich kann jetzt vielleicht noch mal in den Kühlschrank packen eigentlich. Also wenigstens das, was hier noch so einigermaßen... Gut, immer noch? Oh, jetzt ist Medium, okay. Okay, 6 Minuten hat man ja gesagt, ne? Ja, so ist das. So, 12:05 Uhr, das heißt, ja, wir werden jetzt das eine noch fertig bauen können. Gut, wir müssen jetzt eigentlich ja auch nichts mehr an. Müssen ja nicht mehr looten gehen oder gucken, dass wir ein Bier schießen, den haben wir ja schon geschossen. Ja, irgendwie war das gerade sehr merkwürdig mit dem. Naja. So, fertig, endlich. Oh, kein Platz mehr im Kühlschrank, habe ich schon gesehen. Das ist nicht so gut. Okay, müssen wir das erstmal kurz hier reinpacken. Das andere schimmelt eh gleich von alleine weg. So, erstmal hier das Fleisch, erstmal das Gute raushauen. Achso, warte.
Da müssen wir die Axt für nehmen. 30 Minuten, ja, passt. Dann sollte ja hoffentlich noch genug Feuer da sein, Holz da sein, damit es fertig grillt. Ja. So. Dann haben wir das gleich. Ist das schon fertig? Oh, das ist auch wieder fertig, das ist gut. Dann können wir das auch schon mal wegnehmen. Ist hier schon was weggeschimmelt, dann kann ich schon das richtige Fleisch wieder reinmachen. Nee. Leider nicht. So, komm, mach fertig, ich will bauen. Bauen, bauen, bauen.